Ja, gönn dir, komm, jetzt werden wir bestimmt gleich noch überholt. Komm jetzt in die Push, ein Mann! Hallo Freunde der guten und gepflegten Unterhaltung. Wir schauen uns heute mal wieder ein neues Free-to-Play-Spiel an, das sich da Offroad Super Racing schimpft. Und wie ihr am Namen und an dem Bild hier schon erkennen könnt, geht es hier nicht um eine Schachsimulation oder ein Wimmelbildspiel, sondern um ein hoffentlich geiles Offroad-Rennspiel. Und ich würde sagen, wir springen hier einfach mal fröhlich rein. Wir machen mal Championship und schauen mal, wie weit wir kommen und wie lange wir hier denn überhaupt Bock drauf haben. Wo? Klicke dich. Boah, ist laut. Kann ich? Nee, okay. Ja, Controller-Unterstützung scheint es. Nee, gibt's nicht. Okay, das spielen wir halt mit der Maus. Was soll's? Wollen wir ja nicht meckern. Aber ist das laut bei mir gerade? Alter Falter. So, gibt die Karre jetzt auch mal irgendwie ein bisschen mehr Stoff hier? Stunden später. Oh ja, Steuerung geht erstmal. Grafik, ja, würde ich sagen, Mittelfeld. Aber es ruckelt etwas. Na gut. Ist halt ein High-End-Spiel. So, über Stoff. Warte mal, Boost. Ah, Boost. Jawohl. Oh, Boost alle. Ah, aber gut. Wir haben eine Tankstelle bei uns. Der Boost füllt sich selbstständig auf. Das finde ich gut. Und wir sind Platz 4. Jetzt Platz 1. Hä? Hä? Okay. Beschwere ich mich nicht. Jetzt wieder Platz 4. Entscheide ich mal, spiel, was du willst. So, Boost. High Speed, Baby. Ach, da scheiße. Hallo, hörst du mal auf, dich zu drehen? Du? Hallo. Unser Auto ist ein Flummi. So, und jetzt wenn... Hallo, ich drück da schon voll... Ich drück voll das Gas durch. Was ist denn hier los? Rutscht die Kupplung oder was? Oh, Boost, gib Stoff. So, wir fahren jetzt 120 Eier in der Minute, oder was? Jetzt fahren wir 160 Säcke Reis pro Sekunde. Keine Ahnung, was das für eine Einheit ist. Ob kmh, Meilen pro Stunde, Liter pro Minute, weiß denn ich. So, wir gehen mal wieder. Boost! Und die nicht vorhandene Menge, ach doch, da. Die kleinen Shapes, die jubeln uns von der Seite zu. Geil. So, jetzt hier voll in die Kurve. Au, au. Voll der Crash. So, jetzt dreh dich doch mal, du scheiß Karre. Ich drück da schon nach vorne. Vollgas, jetzt fahr. Boost. Komm jetzt, Stoff hier. Alter. Und ja, inzwischen fahren wir irgendwie alleine. Unsere Mitstreiter sind wahrscheinlich alle schon im Ziel oder über die Berge gehüpft. Wahrscheinlich über die Berge gehüpft. Das klingt irgendwie wahrscheinlicher. So, ich kürze hier mal richtig. Jetzt versuchen wir mal so einen krassen Move hier mit Boost. Sliden wir um die Kurve. Full Speed, ja, würde ich gern. Boost. Yeah. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an die alten Wipeout-Teile, finde ich. Geht so in die Richtung. So, ja, wie gesagt, Steuerung geht, ist etwas träge. So ein bisschen schwammige Steuerung. Ah, voll nach rechts einschlagen und wieder boosten. Alter, Need for Speed ist ein Scheißdreck dagegen. Ja, ui. Wow, wow, wow. Das war ein interessantes Kunststück. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang, ne? Glaube ich so. Hallo, du darfst jetzt gerne mal wieder in den ersten Gang schalten. Boost, hier, los jetzt. Beweg deinen fetten Arsch, du Schrottkarre. Die Menge jubelt uns zu. Ja! Wir werden überrundet. Nein! Was für eine peinliche Sache. Egal, wir tun so, als hätten wir noch eine Chance auf den dritten Platz. Ja, Einbildung ist das halbe Leben in dem Fall. Ja, einfach mal durch den Baum durch hier. Scheißegal, da kennen wir nichts. Komm, wir machen jetzt mal dem Namen Offroad Racing alle Ehre. So. Und warum drehst du Scheißkarre dich denn wie so ein Kreisel? Hallo? Vorwärts. Was ist denn los? Getriebe im Arsch oder was? Jetzt Stoff. Ich bin die ganze Zeit dauerhaft auf dem Gaspedal, aber hier passiert irgendwie nicht so viel. Können wir die Karre auch tunen vielleicht? So, jetzt erstmal hier mit Full Speed. Ich drück doch schon Boost. Oh, gib Knülle hier. Ich merke aber auch nicht so wirklich einen Unterschied zwischen Straßenbelag, also hier dieser Sandpiste, und dem Rasen an der Seite. Es fährt sich irgendwie ziemlich gleich. So, komm, scheiß drauf, wir fahren jetzt hier am Berg lang. Jeha, woo, yeah, das war ja mal ein Powerslide. Und da werden wir auch gleich wieder überrundet, wie das halt so ist, wenn man gut fährt.
Und jetzt hier elegant um die Kurve. Und da jubelt auch wieder die Menge. Danke. Yeah, Vollboost durchs Ziel. Woo, Finish, letzter. Geile Sache. Okay, wir setzen das einfach mal fort. Achso, geht nicht. Wisst ihr was, da machen wir mal ein Single Race. Da sind wir vielleicht mehr. Oh, hier mal so ein bisschen Eispiste. Oh, die Ladezeit ist schön. 3, 2, 1 und go! 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 Alter, fahre ich hier einen alten Fiat Punto oder einen alten Corsa oder was ist hier los? Jetzt gibt doch Stoff! Tritt doch mal das Pedal voll durch bis zum Bodenblech, Mann! Können wir die Karre auch irgendwie pimpen, ey? Das Ding kommt ja gar nicht aus dem Pott hier. Das kommt ja gar nicht in die Gänge. So. Kurve. Ah, jetzt Boost! So, wieder die gleiche Musik. Schön. Muss man sich wenigstens an nichts Neues gewöhnen. Ist ja auch was. Jetzt, oh, Linkskurve. Also manchmal fährt die Karre wie oft. Komm, wir kürzen jetzt mal eiskalt hier ab. Oh, ihr Idioten. Out of the track. Ich denke, das ist hier Offroad. Was ist denn das? Lass mich doch Offroad fahren, Mann. Die Schotterpiste hier kann ich auch mit jedem Standard-Serienstraßenauto fahren. Das ist doch nicht Offroad. Mann, und jetzt ja, sind wir als Belohnung gleich wieder letzter. Auch wenn die Positionsanzeige da fröhlich mal zwischen 3 und 4 hin und her. Jawohl, Power Slide ohne. Ich fahre doch nach links, Mann! Du Scheißhaufen! Hallo, vorwärts, vorwärts! Jetzt! Vorwärts! Drück doch mal das Gas durch, Alter! Warte nur drauf, dass wir vom Rollstuhlfahrer überholt werden hier. Mann. So, nach rechts. Komm. Hallo. Ja, durch diese träge Steuerung. Es fühlt sich immer so an, als wäre da an... Boah, Alter. Als wäre hier an den Pfeiltasten, mit denen man lenkt, so eine Art Gummizug, der sich so ganz träge spannt. So kommt einem das vor. Also mit schnell gegenlenken ist hier irgendwie gerade nichts. Jetzt komm. Ja, wir fahren gerade einen großen LKW mit 12 Tonnen. Das dauert, bis der auf seine Geschwindigkeit kommt. Da zieht uns doch jeder Sattelschlepper beim Drag Racing ab, Alter. Gegen diese Schrottkarre hier. So, Stoff jetzt. Lass krachen, Kollege. So, jetzt traue ich mich mal wieder. Ich wollte gerade mal wieder ein bisschen Offroad fahren. Auch wenn wir dann vielleicht wieder aus Versehen zurückgesetzt werden, weil man hier nicht Offroad fahren darf. Auch wenn das Spiel Offroad Super Racing heißt. Irgendwie ist das ein Offroad Super Scheiße im Kreis. Hallo, Rückwärtsgang. So, jetzt muss er erstmal wieder auf den Vorwärtsgang wechseln. Der dauert ein paar Stunden. Ja. Ach, komm. Alter, hast du ein Zwölfganggetriebe oder was ist hier los? Jetzt gib doch mal Stoff. So, wir fahren ungefähr 140 Kartoffelchips pro Sekunde. Komm, ich würde mal gerne hier links fahren. Jawohl. Oh, können wir hier vielleicht mal jetzt Offroad-Style machen? Jeha! Ja, dreh dich. Gegen die Fahrtrichtung. Nee, hä, wo, hey, hallo, bleib doch mal stehen! Ja, also die Steuerung, die macht mich doch so ein bisschen, ja, leicht wahnsinnig. So könnte man es... Oh, da, habt ihr gesehen, da rechts, da war einer. Am Bildschirmrand ist einer vorbeigefahren. Vielleicht hat er uns... Achso, ich fahr falsch rum. Ah, okay. Eine Handbremse wäre auch geil. Gibt's eine Handbremse? Ich drück mal Q, nö. Ach, du Scheiße. Hallo, ich lenk doch nach rechts. Es... Offroad Racing hier mit auf Eis mit Slicks fahren ist natürlich auch eine geile Sache. Kein Wunder, dass die Karre hier so rumschlittert. Ah, das ist ja wie beim Curling hier, ey. So, jetzt bitte mal nach rechts lenken. Und ein bisschen noch nach. Jetzt hört bitte auf, nach rechts zu lenken. Hallo, bleib stehen. So, fein. Oh, wir fahren über 200 Pepperonis in der Stunde. Wow. Boah, Highspeed. Letzte Runde, ja, wir sind auch schon lange letzte. Wow, da war mal ein Gegner. Aber der hat uns schon lange überrundet, wie man sieht, weil wir sind immer noch Platz 4. Juhu, ja, drüben. Gönn dir natürlich. Komm, mach mal einen Ausflug, schön bei dem Wetter, ne? Schöne Schneewanderung kann man machen, natürlich. So. Kriegst du Karre, ist jetzt geschissen hier vielleicht so leicht um die Kurve. Das wäre ganz angenehm. Wow. Also... absolutes Geschwindigkeitsfeeling mit dieser geilen, direkten Steuerung. Da ist man so im Spiel drin.
Ach, ich habe so das Gefühl, als würde ich gerade diesen Schrotthaufen hier selber steuern, natürlich. Ach ja. Ja, Map-Gestaltung ist auch eher ein bisschen, naja, sagen wir mal, semi-geil. So, überall, ja, gönn dir. Physik ist auch top. Ja, jetzt, ich drücke die ganze Zeit Vollgas, aber rollen wir noch 2 Kilometer nach hinten, ist okay. Und ja, die Texturen sind jetzt nicht so abwechslungsreich. Wir haben einmal Schnee, einmal Schotter und einmal Berg. Also die 3 Texturarten gibt es so quasi. Aber da haben wir natürlich noch diese geile Zuschauertribüne, die ihr hier gerade zu meiner Linken seht. Und da jubelt auch die Menge imaginär uns zu. So, wir boosten. Oh, 240 Kartoffeln in der Stunde. Bann, jawoll. Ja, roll weiter dahin. Wir kennen das Spiel. Vielleicht sollte ich mal einfach nur rückwärts fahren. Wäre vielleicht auch eine Idee. So, komm, jetzt retten wir uns hier ins Ziel und beenden das Elend. Finish. Geil. Hm. Was? Wie jetzt? Gibt es nur die 6 Strecken jetzt? Ernsthaft, ja? Garage, gucken wir mal. Komm, können wir hier jetzt mal pimpen? Ah, die darf ich noch nicht nehmen. Da muss ich erst weiterspielen. Hm. Boah, andere Farben, wow. Ja, guck mal, der so, boah, hier mit so Carbon-Optik. So, hier dürfen wir auch nichts weiter verbessern, schade. Hm. Ja, komm, würde ich sagen, gucken wir noch eine letzte Strecke rein. Vielleicht die hier, die sie vielleicht, oder hier mit mehr, komm, hier mit so ein bisschen mehr Style, ein bisschen maritimes Feeling aufbauen. So, und der Highspeed Racing geht in die nächste Runde. Ah, komm. Sind wir schon? Ich gucke ein bisschen aus dem Fenster in der Zeit. Das ist ja hier. Ah, oh, ah, oh, oh, Spannung. Mensch, inzwischen sind wir wieder bei 140 Kirschen angelangt. Oh, 160 und jetzt boosten wir mal richtig. Jawoll! Nee, Quatsch. Also, schade. So, das Spiel hätte, denke ich, durchaus Potenzial, wenn hier ein paar Strecken mehr zur Auswahl wären und ja, die Steuerung nicht so super fucking träge wäre und die Physik nicht einfach mal komplett für den Arsch wäre. Das fühlt sich an, als würde man die ganze Zeit auf irgendeinem zugefrorenen Eissee fahren. Straßenhaftung gleich null, aber gut, wir haben halt irgendwelche Slicks, kann man machen. Und wenn wir Offroad fahren, werden wir zurückgesetzt, finde ich auch völlig richtig. Ja, das ist ja, das ist the next Forza ist das hier. Ach ja, hm. So, das Land, aber die Wolken sehen hier ganz schön aus, ne? Der Himmel, der ist ganz hübsch. Anti-Aliasing gibt es hier anscheinend auch nicht so richtig, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue. Hier an den Seiten so die Bäume und so, sieht doch alles etwas pixelig und scharfkantig aus. Und da jubelt wieder die Menge, ja! So, wir boosten uns ins Jenseits. Oh, da hinten. Wir sind Platz 3. Habe ich was verpasst? Habe ich jemanden überholt? Nicht, dass ich wüsste. So, wir lenken wieder 2 Stunden vorher ein. So. Ja, also immer so ungefähr 2 Kilometer vor der Kurve schon mal reinlenken. Unser Rennfahrer ist halt nicht mehr der Jüngste. Der braucht ein bisschen. Der ist 108 Jahre alt. Das dauert halt, ne? Bis er das Lenkrad... rum. Ja, ja. Komm. Ja, so. Ach, hier schöner Ausblick aufs Meer an zur rechten. Oh, die geilen Fischerboote. 2 verschiedene Modelle haben wir da im Angebot. Geil. So, und jetzt wieder. Jawohl, Kurve läuft. Oh, du Noob. Leute, wir sind Zweiter. Ich werde bekloppt. Wahnsinn. Aber die Strecke ist auch, wie ihr seht, sehr anspruchsvoll. Hier und da kommt dann tatsächlich mal eine kleine leichte Kurve. Absolut hammermäßig. So, wir boosten wieder auf 240 Kugeln Eis. Letzte Runde. Wir sind Platz 2. Oh, das ist ja jetzt mal richtig spannend. Und dahinten ist angeblich der Erste. Wir boosten uns. Werden wir diesmal den ersten Platz erreichen? Ich glaube es nicht. Ja, rutsch hier mal ein bisschen um die Kurve natürlich. Boah, das Geschwindigkeitsfeeling. Wahnsinn. Nicht. Das ist das erste Rennspiel, wo ich über die Strecke heize und nebenbei schon überlege, was ich als nächstes zocken kann. Hm.
Ich überlege gerade, was muss ich denn heute eigentlich noch einkaufen? Ich könnte eine Einkaufsliste nebenbei vielleicht schreiben. Habe ich denn einen Stift hier irgendwo? Und dadurch, dass die Steuerung so träge ist... Oh, erster! Oh, jetzt nicht mehr. Oh, jetzt wird es aber spannend. Kopf an Kopf. Oh, jetzt müssen wir die Nerven behalten hier in diesem knallharten Rennspiel. Wir fahren im Windschatten, den es hier ganz sicher nicht gibt. Komm nochmal boosten. Ich drück da schon durch. Was machst du, Scheißkarre? Ja, gönn dir. Komm, jetzt werden wir bestimmt gleich noch überholt. Komm jetzt in die Puschen, Mann! Wow. Yay. Freunde, ich glaube, ich habe euch genug gequält mit diesem Spiel. Ganz so toll ist es dann leider nicht. Mein Fazit, kann man spielen, muss man aber nicht. Man kann auch sich einfach ein Brötchen schmieren oder die Fenster putzen zum Beispiel, weil ich gerade gesehen habe hier beim Rausgucken. Ich glaube, ich gehe jetzt mal Fenster putzen. Das macht auf jeden Fall mehr Laune. Aber nun gut, was soll's. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein ganz kleines bisschen gefallen. Das war Offroad Super Racing und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Spiele, Test, Scheißdreck, was auch immer. Lassen wir uns mal überraschen. Ich wünsche euch wie eh und je eine wunderbare Zeit, Freunde. Macht's gut. Ciao.